Ja, guten Abend, liebe Russen. Ich bin gerade in El Campello auf der Durchreise nach Denia. Wir haben einen neuen Spieler, deswegen mache ich heute doch noch eine Aufnahme. Nathan Ngumu, wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, mein Kanal, da lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben, dann machen wir das Ding hier richtig groß. Ich glaube, es sind noch 50 bis 4000 Abos. Würde mich riesig drüber freuen. Nächste Woche dann wieder täglich in meinem gewohnten Setup. Da freue ich mich richtig drauf. Dann habe ich auch wieder mehr Möglichkeiten. Und ja, aber den Rest meines Urlaubs werde ich noch genießen, noch bis Samstag. Und dann geht es wieder zurück und dann holen wir Sonntag den Dreier gegen Mainz. Und jetzt starten wir los mit den News. Also, wie schon angedeutet, wir haben einen neuen Spieler geholt, Nathan Ngumu. Wie auch in meiner letzten Folge schon angekündigt, wird er kommen. Jetzt ist er da. Hat wohl 7 bis 8 Millionen Euro gekostet, hat einen Vertrag bis 30. Juni 2027. Ist auf jeden Fall, ich kann, wie gesagt, zu so einem Spieler was sagen, ne? Hat jetzt in der zweiten französischen Liga gespielt, hat da aber sehr überzeugt, hat da einige Scorerpunkte gesammelt, wir können mal reingucken. Sein Marktwert hat auch sehr, sehr deutlich gesteigert in den letzten Monaten, Jahren. Ich gucke mal gerade Leistungsdaten, alle Saisons. Genau, also wie gesagt, 8 Tore, 4 Vorlagen. Mit Spieler von Toulouse haben wir da gute Erfahrungen gemacht, mit Manu Kone. Das wird dem Jungen wahrscheinlich auch nochmal einen Schub geben. Das ist bestimmt ein Kumpel von ihm, der jetzt bei uns kickt. Position, also rechts außen, sehr, sehr schnell ist er auf jeden Fall. Genauso was brauchen wir. Flexibel einsetzbar, kann links spielen, kann auch zur Not in der Zentralen spielen. Wie ich den aufstellen würde, dazu kommen wir gleich auch nochmal. Ja, also das ist ein sehr, sehr guter Transfer aus meiner Sicht, weil er auch viel mitbringt, viel Schnelligkeit, sowas hat uns noch gefehlt, gerade in der Offensive. Ich begrüße den, ein weiterer Franzose. Damit vergrößern wir auch unsere Franzosen-Connection. Das wird Player und Thuram sicherlich auch gefallen. Und gucken wir mal auf seine Social-Media-Kanäle. Auf Instagram hat er auch schon gepostet, dass er jetzt bei Borussia ist. Macht einen sympathischen Eindruck auf seinen Social-Media-Kanälen. Für mich sehr, sehr gute Arbeit, 7 bis 8 Millionen. Vielleicht schon eine Option gegen Mainz am Sonntag. Ich freue mich auf den Jungen. Der wird uns sicher gut tun. Und damit will ich Ngumu bei Borussia begrüßen. Und damit reicht es auch mal zu dem Transfer. Sehr, sehr guter Transfer. Rollo macht für mich einen überragenden Job. Am Anfang habe ich ihn etwas kritisch gesehen, aber mittlerweile muss man einfach sagen, der Junge macht das, was er machen soll, und das macht er richtig gut. Also Roland Wirkus, sehr, sehr guten Job bisher, auf jeden Fall. Bellio ist vom Tisch, der wird nicht kommen, das berichten auch mehrere Medien, auch Florian Plettenberg, ist wohl einfach zu teuer. Bleibt wohl noch bei Ogiek. Ja, ob er dann im Winter was für uns ist oder im Sommer, wird abzuwarten sein. Aber das wird für diesen Sommer nichts mehr. Weigel wird wahrscheinlich heute noch, wenn ich das Video mache, oder morgen vorgestellt. Der Wechsel ist so gut wie durch. 15 Millionen Kaufoptionen im nächsten Sommer. Da bin ich mir ziemlich sicher, wir ziehen die nur, wenn wir nach Europa kommen. Eventuell Champions League oder Europa League. Ich weiß nicht, ob wir uns den leisten können. Wenn wir nun in die Europa League kommen, 15 Millionen ist ein Batzen Geld. Ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Der wird uns diese Saison noch richtig weiterhelfen. Wenn man den mit Leihe bekommt, kann man auch Roland Wirkus nur ein Top-Kompliment machen. Ich freue mich auf den Jungen. Mal zu meiner Ausstellung komme ich jetzt gleich. Ja, wie gesagt, wenn wir den kaufen wollen sollen für 15 Millionen, muss er schon eine sehr, sehr gute Saison dieses Jahr spielen. Benze Baini, wo ich immer geglaubt habe, dass er noch geht, glaube ich immer noch dran. Ich glaube, er wird morgen noch gehen und zu einem anderen Verein wechseln, wo jetzt noch keiner dran denkt. Wenn nicht, wäre es natürlich überragend, weil der Junge ist aktuell nicht zu ersetzen, genauso wie Thuram. Aber dazu später mehr. Jetzt kommen wir mal zu meiner Aufstellung. Das ist die hier. Das ist aktuell unsere, sage ich mal, unsere erste Elf mit Ngumu und Weigel. Könnte sich natürlich einiges ändern. Kramer wird definitiv Druck bekommen. Was man auch machen könnte, ist, mit Weigel könnte man theoretisch Neuhaus mal raus, Neuhaus mal eine Pause gönnen. Wo haben wir ihn? Neuhaus eine Pause gönnen. Kone auf die 10 stellen und mit einer Doppel-6 aus Kramer und Weigel spielen. Das wäre natürlich möglich. Was man auch machen könnte, ist Weigel und Kone und Stindl auf die 10. Kone ist für mich gesetzt.
Weigel kann zur Not auch IVOR spielen, aber ich glaube, dass man mit Itakura jetzt auf jeden Fall in der Innenverteidigung plant, ist der Weigel-Transfer sehr, sehr sinnvoll. Und den Gumu kann man definitiv für Hofmann einplanen, den kannst du auch mal vorne in die Spitze stellen, als zweiten Stürmer, den kannst du für Player stellen, kann man auch mal für Hofmann rausnehmen, beziehungsweise reinnehmen, das stelle ich jetzt mal. Und dann hast du halt, so hast du halt wirklich die Möglichkeit, auch von der Bank immer noch nachzulegen. Ne? Ob es jetzt die Formation ist, weiß ich nicht, aber so hast du halt Qualität noch auf der Bank. Ich begrüße die beiden Transfers, ich bin mal gespannt, was morgen noch passiert, ob Benze Baini wirklich geht. Das bleibt abzuwarten. Aber wirklich sehr, sehr gute Transfers aus meiner Sicht. Ich bin gespannt, ob die beiden schon eine Option für Mainz sind am Sonntag. Aus meiner Sicht ein Gumo auf jeden Fall, der muss mit. Ja, morgen wird noch ein sehr spannender Tag. Da werde ich wahrscheinlich am Freitag eine Folge zu rausbringen, zu den letzten Gerüchten. Und da haben sich viele nochmal gewünscht, mein Statement zu Eberl. Also ich kann dazu viel, also meine Meinung zu RB, die kennt ihr, ich kann mit dem Verein nichts anfangen, das ist einfach so. Für mich ist das kein Fußballverein, das ist ein Unternehmen, aber genug der Worte. Ich meine, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Für mich ist das einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen Dreck, aber ich kann mit dem Verein nichts anfangen. Was Eberl da abgezogen hat, aus meiner Sicht, ist wirklich schwierig. Also der sagt im Januar, er ist erschöpft, ihm geht es nicht gut. Und jetzt im August steht quasi schon fest, dass er zu Red Bull Leipzig geht. Das hat für mich nicht nur einen faden Beigeschmack. Der kann mir nicht erzählen, dass er im Januar nicht schon Kontakt war zu RB Leipzig im heutigen Geschäft. Die rufen den wahrscheinlich nicht im Februar oder März an und sagen, ey, wir wissen, dass dir gerade nicht so gut geht, aber hast du nicht Bock, Geschäftsführer bei uns zu werden? Für mich ist das eine sehr, sehr linke Tour vom Eberl. Ich glaube auch, da wird einiges von den Fans kommen, wenn wir gegen Leipzig spielen, zu Recht. Ich will seine Krankheit gar nicht beurteilen, aber das kann aus meiner Sicht nicht sein, dass du im Januar so erschöpft bist, dass du im August schon als Geschäftsführer bei Leipzig quasi feststehst. Er fängt wohl später an, ist aber auch scheißegal. Für mich ist das eine linke Tour. Für mich ist Max Eberl auch damit bei mir sozusagen durch. Ich brauche den nicht mehr an der Nordkurve beziehungsweise im Borussia Park sehen. Ich weiß, das werden auch wieder andere sehen. Ja, seine sportlichen Verdienste hin und her. Aber als Gladbach-Fan, eingefleischter Gladbach-Fan, kann sowas nicht tolerieren, werde ich auch nicht. Mach's gut, Max Eberl. Bei Red Bull wird da glücklich, aber bei uns brauchst du dich aus meiner Sicht nicht mehr blicken lassen. Das ist mein Statement dazu. Ich sage dazu auch nichts mehr. Ich werde natürlich auf die Kommentare noch eingehen. Ich bin noch ein bisschen hinterher mit den Beantworten zu Eberl, aber dass er im Januar müde ist und im August schon feststeht, dass er Geschäftsführer bei RB Leipzig wird und da vorher keine Verhandlungen stattgefunden haben sollen, glaube ich nicht. Das wird nicht so sein. Und das ist mein Statement dazu. Das ist eine linke Nummer aus meiner Sicht, vorher abgekartetes Spiel. Das sind meine Worte zu dem Eberl-Transfer. Ich bin ein bisschen fassungslos, auch enttäuscht. Mir fehlen da die Worte. Wie gesagt, mach's gut, Max. Ich brauche dich nicht mehr. Aber gehen wir weiter im Kontext. Elvedi ist auch noch im Gespräch bei West Ham und wer war der andere Club? Ja, Nizza. Die wollten diesen Sommer gefühlt jeden Spieler von uns. Dem Gerücht gebe ich nichts. 90 Minutes versuchte relativ viel rauszuhauen, aber das glaube ich nicht, dass das noch passieren wird, dass Elvedi uns verletzt. Wolf hat das Vertrauen bekommen von Farke und ich fand den Jungen gut. Ich glaube, das ist eine richtige Alternative mit Ngumu. Könnten wir theoretisch auch jetzt mal Thuram und Wolf links und Ngumu rechts und mal Player und Hofmann einfach mal eine Pause gönnen. Also das geht mit Wolf. Ich glaube auch, dass er jetzt mehr Einsätze bekommen wird. Er hat gegen Bayern gezeigt, was er drauf hat. Auch, dass er den nötigen Biss hat. Dass er was drauf hat, wussten wir schon. Ihm hat immer die Einstellung so ein bisschen gefehlt. Aber das passt auf jeden Fall. Und Sörloth wird nicht kommen. Der geht erneut zu Real Sociedad. Das Gerücht hat sich damit auch zerschlagen. Und jetzt kommen wir noch kurz zum Discord, weil wir immer mehr Leute werden, will ich natürlich auch alle Leute dazu einladen, an meinem Discord teilzunehmen. Ist ein großer Discord, also ihr kommt hier rein, hier stelle ich meine neuen Videos vor, ihr könnt euch zu Transfer-News austauschen. Und da ich ja gerade im Urlaub bin, werde ich gleich irgendwo mal so ein gefakedes Trikot kaufen, hier
komme ich aktuell günstig ran. Hier habe ich auch schon ein Bild geteilt. Werde es unterschreiben und dann verlosen. Ich muss mir noch gucken, was ich für ein Prachtexemplar da finde. Ob er vielleicht auch ein was er für Trikots hat, wie ich ihn runterhandeln kann. Das wird verlosen demnächst, vielleicht am Freitag in der Folge. Und ja, das ist erstmal alles. Ich denke, morgen wird noch einiges passieren am letzten Transfermarkttag. Ich wünsche euch jetzt einen super Dienstag. Wir sehen uns spätestens Donnerstag oder Freitag wieder. Ich wünsche euch nur das Beste. Grüßt eure Lieben, macht was Schönes und haut rein. Ciao.